Zur vierten Folge begrüße ich euch ganz recht herzlich. Wir sind hier ganz fleißig und arbeiten hier an unserer Produktionsstätte. Wir machen gerade Kupferplatten und die Eisenplatten haben wir ja auch noch. Wir müssten gerade mal überlegen, wie wir das mit dem Ofen hinkriegen. Hier ist alles so voll besetzt, dass er da gar nicht mehr... Okay, da müssen wir dann irgendwas anders machen, glaube. Da passt was nicht, würde ich sagen, ne? Das müssen wir bearbeiten. Weil wir fördern ja hier nicht mehr, weil das ganze Kupfer da ist, ne? Und der da hinten, der nimmt das auch nicht schnell genug weg. Wir bräuchten einen zweiten Ofen, der uns diese Arbeit da abnimmt, glaube ich, oder? Und Öfen haben wir ja noch genug. Ich würde mal sagen, wir stellen hier noch ein paar hin. Okay, das ist dann besser gewesen, aber das waren bestimmt noch nicht alle. Oder? Warte mal, ich mache erstmal den Strom dahin. Aber ich glaube, ich könnte auch ein paar Strommasten mehr machen, ne? Da müssen wir näher ran, dass es klappt. Und ich sehe schon, wir müssen den da einstellen, damit diese Erzförderer da auch funktionieren, ne? Und dann könnte er loslegen hier. Tut er aber nicht. Weil ihm etwas fehlt. Aber ich weiß aber noch nicht was. Ach so, Kohle wahrscheinlich, ne? Haben wir jetzt auch nicht gerade mal eben dabei. Ist da noch Kohle drin? Nein. So, gucken, ob das hier funktioniert. Ja, das geht auf jeden Fall. Kohle habe ich gerade nicht da. Und das gerade ausprobieren, ob der auch zwei bedienen kann. Nee, so weite Reichweite, so große Reichweite hat er dann nicht. Okay, nicht schlimm. Passt ja. So, da sollte nichts mehr vorbeikommen. Wie schaut's hier mit dem aus? Der hat gleich nichts mehr. Das heißt, der baut gleich wieder ab. Gut. Was brauchen wir jetzt, ist die Frage, ne? Munition vielleicht nochmal herstellen. Und Kupferplatten müssen wir da abholen. So, die haben wir auch schon. Und da kommt dann auch wieder Kohle. Und ich glaube, wenn die Kohle durch ist, ist auch wieder Eisen angesagt, oder? Meine Güte, blitzen die. Ja, Eisen ist dran. Wunderbar. Wie brauchen wir? 75, 47 haben wir, also noch 28. 25. Vielleicht sollten wir das mal produzieren. Rüstung haben wir schon an. Eisenzahnrad brauchen wir. 5 Stück.
So, jetzt fehlen uns die Eisenplatten dann. So, und dann kommen die ja immer von hier oben. Dann müssten wir hier jetzt den ersten Turm herstellen können. Und was braucht er? Muni. Einmal Muni. So. Jetzt werden wir auch im Endeffekt gewarnt, ne, wenn da was los ist. Weil jetzt hören wir den ja. So, Kohle. Ist reichlich da. Wir haben überhaupt reichlich von allem, ne? Eigentlich müssten wir hier jetzt diese Kiste. Nein, lass es stehen, ist schon gut. Hier wird nicht mehr produziert, weil nichts mehr drin ist. So, hier nochmal hin. Nochmal das nehmen. Das nehmen. Achso, hier müssten wir vielleicht auch rausnehmen, ne? Ja, der Speicher ist relativ groß. Warte, dann müsste... passt schon. Dann packe ich den jetzt mal rein. Okay, der Turm bringt's schon mal. Okay, dann ist jetzt hier ab jetzt hier Eisen drin. Okay. So, einen da weg, dann kann ich das dann nachfüllen. Komm schon. Gut. So. Das ist jetzt die Munition, die da gerade produziert wird. Gut, passt. Gut, jetzt müssen wir mit Hochdruck an den anderen Dingen arbeiten. Passt. Wie sieht es hier aus mit Kohle? Müssen wir noch nachlegen. Läuft, würde ich sagen. Können wir noch was bauen? Ja, einen zweiten MG-Turm. Ich glaube, den machen wir auch. So, den stellen wir dann hier so hin. Und der braucht auch Muni. Stecke ich jetzt mal gerade alles rein. Und dann müssen wir hier nur uns die Platten noch wieder rausholen, glaube ich. Dann können wir auch Munition produzieren, ne, oder? Passt. Stahlplatten rausholen. Da auch. Da nehmen wir Kohle raus. Und die stecken wir mal da rein, ne? Der erste läuft gar nicht, oder wie sehe ich das? Ja. Können wir auch. Hälfte machen, das reicht glaube ich auch. Alles im grünen Bereich, sag ich mal, ne? Da ist genug Material drin, da auch. Da auch. Und wie sieht es bei dem Ofen aus? Alle haben genug Kohle.
Oh. Ich glaube, da ist alles abgearbeitet. Kann das sein? Dann würde ich sagen, bauen wir den ab, oder? Okay. Die Türme sind praktikabel, würde ich sagen. Ja, da passt das schon. Und das Förderband ist hier unten. Passt. Wunderbar, neue Stelle. Haben wir davon. Jetzt haben wir genug, um ein Radar zu bauen. Okay, das untersucht die Umgebung. Wir brauchen viel Strom. Mit einem MG-Turm schützen, auch gut. Hab ich mir irgendwie schon gedacht, ne? Sektor untersucht 0 von 50. So, wo finde ich das Radar jetzt? Da. Ja, ich kann ja mal drei bauen, ne? Sehr gut, oder? So, und dann muss ich eins hier hinstellen. Oh, gar nicht mehr so klein. Aber passt schon, oder? Das zweite ist auch fertig. Stellen wir da hin. Und das dritte ist auch fertig. Stellen wir dahin. So, kriege ich jetzt noch ein Radar, einen Dingens, Munitionsturm, ja. Okay. Wo hapert es jetzt hier drinne? Am Material. Da kommt jetzt nichts mehr durch. 15 Kupferplatten haben wir noch. So, das MG ist fertig. Und da machen wir mal ein paar Sachen davon. Ah, einen Sektor haben wir schon geschafft. Munition könnten wir noch nachmachen. 7, 8 und 9 passt. Er produziert jetzt hier Dingens, wie heißt es? Ja, da passiert jetzt nicht mehr viel, glaube ich. Jetzt können wir das alles zupflastern hier mit Radars. So, elektrische Schaltkreise können wir machen, Eisenzahnrad. Uns fehlen die Eisenplatten im Endeffekt. Hier wird jetzt Dingens produziert. Kupfer. Ah, ich glaube, der zweite produziert jetzt auch schon Eisenplatten. Genau so ist es. Gut, der ist wohl voll. Den müssen wir erstmal leer machen. Gut. Alles im grünen Bereich. Licht war da. 4 von 5 sind gemacht. Das ist da auch cool. Passt. Licht. Dahin. Radar. Dahin. So, sieht gut aus, oder? Eisenplatten noch raus. Da auch.
Da ist Kupfer drin. Und da auch. So, Eisen da rausholen. So, gucken wir mal hier rein. Da immer schön Vorrat ist. Nochmal da rein, die Platten rausholen. Ja, was können wir basteln dann? Noch zwei machen wir auch. So. Sieben von 50 haben wir fertig. Jetzt noch ein paar Radars dazu. Dann passt das schon. Zähne. 11. Und hier sind nochmal 6 angekommen. Acht. Schon wieder einen herstellen. Machen wir das doch mal gerade. Und keins mehr. Aber da ist das schon. So, irgendwann geht uns da oben der Saft aus, oder wie war das? Leistung, Verfügbarleistung voll. Temperatur 100 Grad, Feuer 0 von 70 Prozent. Keine Ahnung. Nachlegen. Ah, Quark, den nehmen wir. Und den machen wir da auch rein. So läuft. Achtzehn Platten. 21 Platten. Und 9 Platten. 50. Können wir wieder 2 herstellen. Machen wir doch mal schnell. Umso mehr wir haben, umso schneller finden wir das, ne? Oder wie war das? Und noch einen, komm. Wunderbar. Feuer 0 von 17 mehr ist mein Energieverbrauch 300 kW. Elektrizität ist. Was zeigt denn da so an mit Elektrizität, was im Schnetz ist oder was? Und wir können ja ganz einfach hier mal noch so eine Dampfmaschine bauen. Vielleicht ist das ja besser. Wo ist er da? 0,5 Rohreisen. Alles ist Eisen, was da fehlt. Den jetzt auch schon näher, ja. Und da haben wir auch was drin. Gemischt. 13. Und der Dampfkessel geht hier. Jetzt müsste ich, glaube ich, den da wegraten, oder? Nee, das ist, glaube ich, der Anschluss von einem anderen Dampfkessel, ne? Passt da leider nicht hin. Ist aber nicht schlimm. So, auf ein neues geht. Das war da. Geht auch da. So, da oben fehlt's an Money. Passt. So, wie sieht es jetzt mit Strom aus? Strom ist besser. Oh, da wird geschossen und bekloppt. Abschüsse 15, Schaden gewirkt 172. 2 Muni. 8. 7.
Denk mal, die 5 da noch mit rein, ne? Fast. So, jetzt die Frage, ob es, wenn wir da mehrere hintereinander haben, ob das dann da oben schneller geht. Oder wir brauchen noch mehr Radare. Aber dafür fehlen uns noch Eisenplatten wahrscheinlich. Kommen wir da nochmal rein. Das läuft. Jetzt pflastern wir das mal alles gerade zu hier. Einen immer noch. Zwei haben wir auch noch. Und den dritten. Kriegen wir jetzt gerade. So, das passt. Einmal Licht bitte noch. Daneben gesetzt, ne? Da gibt's nur Licht. So, passt. Sieht gut aus, oder? So, Energie fällt runter. Also mehr Energie. Wasserpumpe bauen. Wo ist denn jetzt bitte schön hier dieses Teil, was ich brauche, um den Wasserkessel anzuschließen? Dampfkessel. Muss ich da jetzt rumlaufen oder was? Und kann da nicht her oder wie? Super. Das Teil brauche ich erstmal dort. Und das hier ist ein voller Dampfkessel. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, 2, 3, was ist befeuerte Dampfkessel sind. Aber naja, wenn das so ist. Und so, und dann brauchen wir noch einen Dampfkessel dafür. Wahrscheinlich noch das. Da ist er. So, und da ist der. Und das geht so nicht. Super. Der braucht Strom. So, das bedeutet jetzt, dass wir den umsetzen müssen. Wo sind sie? Da sind sie. Das kommt dann dahin, geht da aber nicht, oder wie sehe ich das? Funktioniert nicht. Soll das wegtun? Dann so ein Rohr basteln wohl. Und probieren wir das daran zu kriegen, oder? So, hier muss noch ein Strommast hin. Und dann läuft es jetzt, oder was? Zischt man noch nicht, weil kein Wasser da, ne? Krieg ich das denn hin?
Sehr interessant. Da ist Wasser. So, dann würde ich sagen, das. Der Sektor wurde untersucht, schon fertig. Wow, ich brauchte gar nicht mehr sowas da produzieren. Im Südosten wurde das Schiffswrack lokalisiert. So, jetzt läuft auch das Wasser dadurch. Interessant. Gut, Südosten. Und damit ist das Ding durch. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.